So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum, zu einem neuen Adventskalender-Türchen auf meinem Kanal. Ja, was ihr hier seht, ist mein Desktop-Hintergrund. Ja, die klassische Oberfläche. Wir öffnen gerade mal DaVinci Resolve 16, mein Schnittprogramm, in dem ich meine Videos so schneide. Gibt es kostenlos übrigens, kann man sich runterladen. Kleine Empfehlung, ist ein gratis Programm, was sehr gut ist, womit man sehr gut Videos schneiden kann. Und heute, ihr seht hier schon das Grundmenü. Ich habe hier halt schon irgendwie nach Sachen sortiert. Also hier sieht man, guckt man jetzt Evoli hier, holt man vor Flight, guckt man Schwert, Dorf, nur sonstiges. Heute hier mal ein sonstigem drin. Und hier findet auch der Adventskalender drin statt. Und heute schneiden wir mal das Video für gestern, wenn ich mich nicht komplett irre. Müsste das Video von gestern gewesen sein. Ich produziere das Ganze hier schon vor, deshalb ist das Video von gestern, was ich heute schneide. ich muss mal kurz nachgucken. Tatsächlich ist das heute das Adventskalender-Türchen für den 14.12. und wir schneiden heute das Video für den 13.12. So sieht's aus. Also, neues Projekt. 13-12. So, die Benennung des Adventskalender-Türchen. Sekunde, da mal eventuell schon was verpasst. Da müssen wir gerade erst gucken. Ein Pre-Intro. Das sieht so aus. Ja, mein Adventskalender Pre-Intro. Ja, das ist das Faktum. Das, ja, schon mal vorbereitet. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ja, und dann ziehe ich hier per Drag and Drop Datei rein damit. Und ja, das ist nur die Tonspur. Wir werden jetzt hier sowieso kleiner Trick hier. Trick 17. Link Clips. Kann man das entfernen, dann kann man hier das einzeln anklicken und dann kann man das hier einmal zur Seite schieben. Hier mal klein zoomen. Hat auch so ein bisschen Tutorial-Stil hier heute. Das Ding zur Seite schieben, dann hat man hier die Audiospur getrennt. Hat man hier schon mal die Dings beiseite und dann fangen wir gleich mit Fakt Nummer 1 an. Da hat man sogar schon nur den Ton im Hintergrund. Den brauche ich nämlich nur, da muss ich gleich noch Bilder raussuchen. Eigentlich hätte ich das mal vorher tun sollen. Jetzt muss ich natürlich wieder die Links-Clips anschalten, damit ich die Audiospuren hier gleichzeitig bewegen kann. Meine Kamera macht da blöderweise 6 Audiospuren draus. Frag mich nicht warum. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Jo, das ist dann natürlich das Intro, bevor das Pre-Intro, bevor das Intro kommt. Dann können wir das gleich mit verwenden. Da können wir hier wieder den Link-Clips machen. Einmal rausklicken und dann hier. So. Hier meine wunderschöne Hackfresse dafür nehmen. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. By the way, das war ein kleiner Trailer, mit dem ich mich für den Julius Award, wie es ihr auch schon seht, in der Beschreibung Julius Award 20, da ich mit diesem
Jetzt habe ich mich für den Judas Awards beworben. Ist nichts draus geworden. Ich wurde nicht nominiert. Ja. Aber ich will gerade diese Clips, in der ich so ein bisschen labere, die kann man benutzen. Und Nein. Das kann man dem. Ist dann hier ein bisschen reingezoomt. Kann man hier auch schon ein Schnitttool. Ja, ich mache das alles ganz schön schnell, damit es nicht seht, das hier ist das Schnitttool. Und das hier ist das Auswahlwerkzeug. Ja, das ist jetzt kein besonderes. Doch, das ist ein besonderes Video. Das ist jetzt kein normales, gewöhnliches Video. Wie in einem Pokémon-Part oder so, was ich mit euch gemeinsam schneide. Aber bei normalen Let's Play-Parts gibt es auch relativ wenig zu sehen im Schnitt, weil ich da im Schnitt recht wenig mache. Also Let's Play-Parts müssen kaum geschnitten werden. So sieht es nämlich aus. Ach, ja gut. Da verlängert man das. So, jetzt kann ich vielleicht hier Change Clip Speed. Vielleicht kriegen wir das damit hin. Muss ich mal ein bisschen versuchen. und damit Kann es vielleicht länger ziehen. seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome. Das passt fast. Es könnte sogar die Begrüßung sein, die ich dort sage. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge. Nehmen wir mal das hier. Zwerge, Gnome, Hobbits und Ingladum zu einem neuen Adventskalender-Türchen. So. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ingladum zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Ja, der Zwergfürst. So. Dann können wir hier schon den Cut machen, dann können wir das Intro reinhauen. Denke ich, oder? Heute 22 Fakten über Zwergenfürst LP. Ja, vielleicht kriege ich das auch noch mit rein. Als Hintergrundbilder bieten sich immer sehr gut Bilder von Pixabay an. Die benutze ich für Faktenvideos ganz gerne, also für die letzten Faktenvideos im Adventskalender habe ich das auch gemacht. Das sind lizenzfreie Bilder, da kann man die für sein Video benutzen, wie man lecker lustig ist. Ja. Muss man mal ein bisschen gucken. Ja, ist jetzt nicht so. Vielleicht was Adventliches im Hintergrund. Das haben wir schon. Ich glaube, das haben wir für Nikolaus als Faktdingens benutzt. Müssen wir nicht normal machen. So. Da kann man mal gucken, was es so für Hintergründe gibt. Butter. Stückchen Butter als Hintergrund. Das hier vielleicht. Wieso nicht? Naja, das Holz dürfte ein bisschen Probleme geben. Muss man mal gucken. Hintergründe. Dekoration Weihnachten. Weihnachten haben wir ja schon. Dekoration. Warum nicht? Abstrakt, ja, das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht so ein bisschen was Goldenes, Bräunliches.
Das wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Und das hier, ja. Das soll ja nur als Hintergrund dienen. So. So. Und dann hier. Heute 22 Fakten. Das Titel ist ganz einfach hier meinen Text drüber ziehen. Titel 22 Fakten. Da kann man ja noch die Größe anpassen. Zu groß. Mach's kleiner. So. Farbe. Rot. Rot. Okay. 22 Fakten. Über. 22 Fakten. Über. Zwergenfürst. Na, vielleicht. Na, vielleicht bis zu Ende. So. Jo. Da kann ich euch gleich eine Spezialität zeigen von diesem Programm. Nicht von diesem Programm eine Spezialität, aber man kann es hier ganz gut machen. Das Bild ist noch ziemlich groß und verpixelt. Deshalb kann man das natürlich auch klein ziehen. So. Kopfkranz. Position wollen wir natürlich ein bisschen weiter runter. Mittig. So. Haben wir so. Über. Zwergfürst. LP. Wunderfürski. Dann das hier beenden. Hat das hier schon ein paar Ebenen drüber. Ist jetzt im Videobereich, aber ist ein Bild. Video besteht auch noch aus Bild und Ton. So, jetzt habe ich was versaut. Das muss jetzt hier nicht rüppeln, den Letten. Den Letten Select. So, das Thema links. Und dann kommt jetzt hier noch ein nach rechts. Das andere links. Ein Intro rein. Adventskanal in Intro. Zack. Tonspur wieder angezogen. Und da haben wir schon den ersten Teil bis zum Intro. Fertig. So sieht's aus. Dann können wir den Ton noch ein bisschen runter. Ja, Audio, Volume. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge. Ja, hier kann man auch was reinziehen. Das benutzt man normalerweise als Vorschaubild, ich weiß. Aber ich habe es mir angewöhnt, hier auf dem Ding zu arbeiten. Hier kann man es rein theoretisch angucken und dann da reinziehen und dann da sehen. Ja. Und in der Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Heute 22 Fakten über Zwergenfürst LP. Ja, Sekunde, das können wir ein bisschen leiser machen. Den Ton auch in Müll. Ja, 2 reicht schon. 1,80. Über Zwergenfürst LP. Über mich habt ihr richtig gehört. Bündnis 90 Grün hier drüber packen würde, dann würde man jetzt nur
Wir müssen jetzt die Grünen sehen. Kann ich auch im Intro zeigen, wenn ich das jetzt hier einfach mitten drüber packe. Dann würde man das jetzt so sehen. Ja. Ja. Und wollen wir nicht. Dann ist selected. Ja, die Sprache ist leider Englisch in dem Programm. Man muss halt in die Sachen reinfuchsen, gucken, wo was ist. Wenn man wie ich nicht so viel Englisch versteht, muss man sich halt Tutorial angucken und dann halt gucken, wo passt was zusammen. Ja, ich benutze lange nicht alle Programmfähigkeiten und alle, also hier gibt es noch hier Clip Equalizer und Clip Pitch und so weiter. Hier unten kann man noch Farbcolor machen, also das kann man, da kann man hier noch so ein bisschen die Farbverbesserung machen oder hier noch Fusion gibt es auch noch, Musik kann man hier noch verbessern, also das, da gibt es dies und das und jenes, dieses Programm kann, mit dem kannst du, also ich glaube, also ich übertreibe es vielleicht nicht, wenn ich sage, mit dem Programm kann man Filme schneiden, also professionelle Kinofilme. Es ist eine ernstzunehmende Alternative zu Premiere. Ja, haben wir es auch drauf stehen. Ich benutze Premiere nicht. Ich. Aus Gründen. Ich habe eine Adobe-Lizenz, aber ich benutze Premiere nicht. Dafür benutze ich Photoshop und InDesign. Ja. 6,5 Stunden später. Okay. Ja, dann haben wir das fertig. Hat ja nur ein paar Tage gedauert. Gefühlt. Ja. Ewigkeiten hat es gedauert. Ja. Seht ihr das Ganze durch? Die ganzen Ebenen und ja. Kann man sogar noch ein bisschen höher gehen. Da stapelt sich ein bisschen was. Ja. Das habe ich jetzt. Da habe ich jetzt wie lange dran gesessen? 2 Stunden gestern Abend noch und ja, 4 Stunden habe ich da jetzt, 4,5 Stunden saß ich da jetzt dran an dem Ding hier. Endcard, zack. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Natürlich morgen auf diesem Kanal. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Adventskalender natürlich morgen auf diesem Kanal wieder. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Ja, dann würde ich mal sagen. Däumchen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Adventskalender-Türchen morgen auf diesem Kanal wieder. Ja, so ungefähr. Ja, habt ihr heute mal gesehen, wie das läuft bei mir im Schnitt. Habe ich euch zumindest ansatzweise gezeigt, wie ich das jetzt hier so halbwegs unprofessionell mache. Ja, wie schon gesagt, Däumchen nach oben, Abo dalassen, Glöckchen aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Man sieht sich morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.
Yeah.